Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die wieder eingeschaltet haben. Vielen Dank, dass du heute wieder mit am Start bist. Ich bin unfassbar gespannt. Ich war gerade so am Scrollen und dachte, okay, was ist rausgekommen? Was können wir zusammen abchecken? Auf einmal wird mir dieser Track hier angezeigt und ich dachte erst, es ist ein alter Remix, so kein echter Remix, sondern irgend so ein Fanmade Edit. Aber wir haben einen Remix von Money Boys legendärem Song Swag. Dreh den Swag aufbekommen und zwar von Taddle und Moneyboy zusammen. Was ist hier los? Also ich weiß nicht, ob das angekündigt war oder ob ich unter einem Stein gelebt habe, aber ich freue mich unfassbar doll drauf. Das ist so big. Jeder von uns kennt Swag von Moneyboy. Als der Track rausgekommen ist, haben alle drüber geredet und ich liebe Moneyboy. Ich liebe Moneyboy für seine Interviews, für seine Trap House Kitchen, für alles, für seine Mucke, Monte Carlo. Ich könnte so viele Sachen aufzählen, die ich an ihm liebe. Und Swag ist einer davon, auf jeden Fall, eine Sache davon. Und bei Taddle genauso. Also wir haben letztens seine ganze neue EP zusammen abgecheckt. Jeden einzelnen Track haben wir hochgeladen. Also check gerne Directions ab, falls ihr wollt. Und jetzt haben wir einfach einen Remix von Swag mit Taddle und Moneyboy. Es hört sich zu gut an, als ob wir wirklich in irgendeinem Universum einmal in eine andere Richtung abgebogen sind. Aber ich freue mich drauf. Wir hören rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go. Und Swag ist einfach eine positive Aura, eine coole Ausstrahlung. Oh! Ey, wait a minute, haben wir einen ganz neuen Track bekommen? Oh! Oh! Das hittet! Boah, ey, ganz kurz, der Beat kommt crazy. I guess, wir haben einen ganz neuen Part. Ich bin gespannt, ob Moneyboy auch noch einen neuen Part hat oder nicht. Aber es ist super, super crispy. Und die Anspielung direkt natürlich. Steiger aus den Bands. Und der Swag ist direkt aufgedreht. Geil. Und der Swagger ist schon voll aufgedreht wie das Steiger aus dem Band. Und der Swag. Okay, er sagt auch Steiger aus dem Band. Ich dachte, er sagt vielleicht Steiger aus den Bands. Steiger aus dem Band. Und der Swagger ist schon voll aufgedreht wie das Soundsystem. Bro, ich bin im Haus, wie wenn's draußen regnet. Fleiß, fuck, wer noch fly, du bekleidet mit Feigenblatt und du bist leider nur ein ungeschickter Vogel wie ne Brieftaube an einem freien Tag. Wir haben auch die besten Moneyboy-Lines, die es gibt hier. Also ich finde, diese Moneyboy-Freestyles, die er immer kickt, haben solche geisteskrank lustigen Vergleiche und Zeilen einfach. Und Taddle greift das eben auf und sagt, du bist so ein ungeschickter Vogel, wie eine Brieftaube an einem freien Tag. Denn dann ist die Brieftaube ungeschickt, die ist nicht geschickt worden. Holy shit, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass ich sowas brauche in meinem Leben bis jetzt. Und du bist leider nur ein ungeschickter Vogel, wie eine Brieftaube an einem freien Tag. Du bist wie Margarita-Pizza, du hast nichts drauf und bist cheesy. Bro, solche Zeilen. Oh, das ist wirklich einfach so dieser Humor, den ich auch unter meiner Freundesgruppe so habe. So richtig schlechte Vergleiche einfach kicken. Digga, die Soulja Boy-Anspielung hier auch noch. Geil, geil. No joke, dieser Beat kommt so krass, es kommt echt hart. Also schaut an Kira auch. Meter ist dasselbe wie ein Liter und den küsst man aber Dell und Nels Tegno Verlierer, also bist du ein Verlierer und genauso was gemein, Mann, ich hoffe, jetzt checkt jeder hier die Aussage der Line. Boah, das war geisteskrank, Bro, das war kurz, Eminem Rap God Part gefühlt. Lass nur, weil du Kubik Dezimeter am Taken bist. Ein Kubik Dezimeter ist dasselbe wie ein Liter und den küsst man aber Dell und Nels Tegno Verlierer, also bist du ein Verlierer und genauso was gemein, Mann, ich hoffe, jetzt checkt jeder hier die Aussage der Line. Ja, ich erklär's für dich, weil du dumm bist, dass du smart mit Easy und Beast Boy bleibt nicht mehr zurück, als ein Umriss. Krass. Ich find's krass, dass sie auch wirklich einen komplett neuen Song gemacht haben und nicht nur einfach quasi einen Remix, wo Taddle irgendwie einen Part macht oder wie auch immer. Es ist schon neu, komplett neuer Vibe auch. Krass. Bin sehr gespannt jetzt auf Moneyboys Part.
So. Ja, ich rede von mir. Wenn ich schnipse mit den Fingern, bringt sie mir ein Bier. Du bist ein Möchtegern Gangster. Wenn ich deine Mom frag, ob sie will, sagt sie, ich möchte gern Gangster. Es ist so schön, die beiden zusammen zu hören. Das macht mich glücklich. Step in das KDW. Der miese Shit hier ist so easy wie das ABC. Tickte das Crack in Bando. Strap mit der Gat in the Trappy Rambo. Back mit dem Pack in the Map. Wir sind die Kings in Sacramento. Ganz kurz, Moneyball kommt geisteskrank hart auf diesen Beat. Boah, ey, ich glaube auch, mein Kopf war noch nie so rot in der Reaction, aber ey, never mind, also wirklich. Moneyboy, Bro, der kommt, der eatet den Beat up, no joke. Oh! Krass! Ich mag allgemein so diese raspy Voice von T. Wow! Geil! Bin ich der beste Rapper? Hab ich unendlich Swagger? Spaß! Wow! Unexpected Banger noch heute Nacht bekommen hier. Unexpected Banger einfach gedroppt. Ey, wie gesagt, ich wusste nicht, ob der angekündigt war, ob das in der Mache war, ob ihr das wusstet, ob das jetzt bekanntes Ding war, dass das Ding droppt. Aber es hat mich einfach so glücklich gemacht. Moneyboy und T zusammen zu hören, das war allein schon genug für mich, um gehypt zu sein, um glücklich zu sein. Dann einfach einen Remix von Swag zu haben jetzt. Und auf einem Beat, also wirklich Shoutouts an Kira für diesen unglaublichen Beat. Und Moneyboy ist so krass auf diesen Beat gekommen, also geisteskrank, wirklich. Geile Hook von T bekommen. Und die Lines von T waren so unfassbar lustig. Die Vogel, die Brieftauben-Line und die Margarita-Line waren geisteskrank lustig, Mann. Boah, und das Ding kommt halt echt hart. Also das hittet hart. No joke, das Ding hittet hart, Mann. Boah, ich hab direkt Bock, mir wieder alten Moneyboy-Stuff anzuhören und anzusehen, wenn ich das höre. Geisteskrank, Mann, geisteskrank. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung da. Bitte, eure Meinung in die Kommentare. Ich bin so froh, dass wir das bekommen haben. Ich bin ganz ehrlich, ja. Lasst mich wissen, ob es angekündigt war. Das ist, keine Ahnung, ob ihr alle wusstet, dass es rauskommt. Ich war einfach wieder unter einem Stein oder so, keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall für mich ein Surprise-Banger für diese Woche. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, was wir uns noch zusammen anhören sollen, damit irgendwie so ein Track nicht untergehen sollte, ja. Falls irgendein Brett noch rausgekommen ist, let me know, okay? Let me know, ich bin auch nicht allwissend, leider. Und dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren Tag, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ciao.